Was habe ich hier Feines? Star Trek Catan. Wer kennt nicht Siedler von Catan? Das ist halt einfach mal die Star Trek Variante davon. Ich habe sie auch noch nicht ausgepackt, weil meine Spielegruppe, die haben das Spiel eh schon doppelt und dreifach und da brauchte ich das bis jetzt noch nie auspacken bzw. mitbringen. Ja, schönes, cool gemachtes Design natürlich. Ist klar, Star Trek ist sowieso jedes Design wunderschön. Wenn man davon mal absieht, es spielt sich genauso wie Siedler von Catan. Jeder kennt Siedler von Catan, fast jeder kennt Siedler von Catan. Ist genau das gleiche Spiel, nur halt mit Star Trek. Wie man sieht, nichts ausgepackt. Hier haben wir die Planeten. Ja, hier haben wir diese komischen, ach, wie heißen diese Dinger? Ich weiß nicht, wie sie heißen, ist ja auch egal. Dann haben wir hier ein paar Marker drin. Dann haben wir hier noch mehr Planeten. Das ist wunderschön, ich liebe dieses Spiel. Oh Gott, wir haben noch mehr Planeten. Wir haben so viele Planeten. Oder beziehungsweise, das sind ja die Ressourcen, die abgebaut werden. Dann haben wir hier noch ein paar Raumstationen und... Gott, ist das so viel. Ich sollte es einfach mal auspacken. Aber ich lasse es einfach so, wie es ist. Okay. Sehr schön. Ich gucke hier trotzdem mal rein. So. Was haben wir hier? Hier haben wir... Ja gut, das sind die, die Ständer, um die Schiffe aufzustellen. Dann hätten wir hier nochmal diese wunderschönen... Diese schöne Enterprise in verschiedenen Farben, womit man dann seine Wege zwischen den Ressourcen bauen kann. Was haben wir hier nochmal? Hier haben wir nochmal die Klingonen spielen scheinbar auch mit. Ich weiß gar nicht warum. Ja, ein paar Raumstationen und so weiter und so fort. Also wie gesagt, im Endeffekt halt nur ein anderes Design von die, anstatt ne, Siedler von Catan ist das halt Star Trek Catan. Dann haben wir hier noch unsere unsere Rollen, die wir spielen. Sarek, Janice Rand, Christine Chapel, Hikaru Zulu, Pavel Chekhov, Montgomery Scott, Uhura, weil sie einfach nur Uhura heißt, Leonard McCoy, Spock und James T. Kirk. Ja, jetzt könnte ich... baue ich es auseinander? Nein, ich will es nicht. Ich werde es einfach so lassen. Ich will das jetzt nicht. Nein, dann entsteht wieder so viel Müll. Das wollen wir ja auch nicht. So, jetzt habt ihr wenigstens mal... gesehen, was so inhaltstechnisch alles drin ist. Ich werde euch das Ding auf jeden Fall verlinken und wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis denn dann. Ciao.